herzlich willkommen zum 10 Jahre Biedelbunk-Blog. Heute ganz exklusiv im Bewegtbild, damit uns auch die 13-Jährigen verstehen. Ich habe lange überlegt, nicht lachen, Nadine, wie wir das feiern. Husten, nicht lachen, wie wir das feiern werden. Und kam auf die Idee, einfach mal Danke zu sagen an alle Leser und Leser und Zuschauer. Nicht alle auf einmal, Nadine, sonst haben wir dann hinten keine mehr. Auf jeden Fall, meine Idee, Danke zu sagen, ist, ich schreibe einfach von denen von euch, von denen ich die Adresse habe. Und zwar sind das ja einige, die mir über meine Amazon-Wunschliste was geschenkt haben. Da habe ich letztens einige Rechnungen wiedergefunden. Einige waren zu schlau, ihre Adresse bei Amazon zu hinterlassen. Das heißt, ich schreibe denjenigen, von denen ich die Adresse habe, eine Dankeskarte. Falls jemand auch noch eine will, kann er mir eine E-Mail schreiben oder Kommentare. Und ja, auf die nächsten 10 Jahre. Ich fahre jetzt ins Atelier, wir zeichnen zusammen und man sieht sich. Raspberries, Bilder, Schädelwand, der Höhepunkt, Bücher, die ich noch machen muss, Mahlzeug, Elektronikzeug, Stifte, Tisch, Kiesammlung, Bestes, Referenzen, Schimmel. Das ist neu, oder? Das ist erst seit heute. Wenn hier nass wird. Der Chef fragt, wie das seine Kunden finden. Und wie findest du das? Ganz nett. Ich habe erst letztens was kaputt. Cake Day. Das war's. Ich bin jetzt hier unten fertig. Ich habe 15 Karten vorerst gezeichnet. Heute Abend werden vielleicht noch ein oder zwei mehr dazukommen. Mir ist aufgefallen, dass ich die meisten Amazon-Zettel nur bis 2008 habe. Das heißt, ich hoffe also, die Nachsendeaufträge funktionieren bei euch noch, wo immer die auch ankommen. Falls mir jemand noch was geschenkt hat und auch so eine Karte möchte, kann er mir einfach eine E-Mail schreiben oder ähnliches oder einfach bis 2025 warten, wenn wir dann 20-Jähriges feiern. Für alle Leute, die nichts bekommen haben, habe ich mir noch überlegt, ich werde die letzten drei Comics von mir, das heißt der Frank und die zwei anderen einfach online stellen, das heißt für jeden lesbar, irgendwo hier unten, irgendwo in der Nähe, hier stehen die Links. Ich wünsche viel Spaß damit, ich fahre jetzt nach Hause, weiter Kuchen essen und wir sehen uns dann allerspätestens 2025. Bis dahin. Tschüss.